Ja, was sich da gestern im Landgericht Hildesheim abspielte, das ist schon der Hammer. Ein 38-Jähriger wird in einem Mordprozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er soll einen Mann kaltblütig erschossen haben, der ein Verhältnis mit seiner Frau gehabt haben soll. Nach der Urteilsverkündung rasten Angehörige des Mörders völlig aus. Männer beleidigen Justizbeamte, Frauen kreischen und werfen sich auf den Boden, Stühle fliegen durch die Luft. Tumultartige Szene nach der Urteilsverkündung. Die Polizei räumt den Saal, führt Familienangehörige des Verurteilten ab, die den Richter wüst beschimpfen und bedrohen. Die Mutter am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Mein Sohn ist nicht unschuldig. Das ist ein Ruhrmädchen. Bitte, das ist Diktator, das ist Hitler. Alles falsch sagen, alles versprochen, mein Sohn. Nichts macht nichts, nichts. Lebenslange Haft wegen Mordes, so lautet das Urteil gegen Mohammed O. nach 15 Verhandlungstagen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. In seiner Begründung spricht der Richter von einem libanesischen Clan, der von archaischen Vorstellungen geprägt sei. Eine Parallelgesellschaft, die deutsche Gesetze nicht akzeptiere. Wie zum Beweis folgen die Ausschreitungen. Der Saal wird geräumt. Die Tumulte sind natürlich menschlich nachvollziehbar, objektiv insoweit nicht, als dass aus meiner Sicht sehr klar war, was hier für ein Urteil kommt. Und das Urteil war das Minimum. Es hätte auch mehr geben können. Geschehen ist der Mord am Neujahrstag an einer Ampel in Sarstedt bei Hannover. Eine Exekution, so der Richter. Gemeinsam mit einem Komplizen richtet Mohammed O. den Geliebten seiner Ehefrau mit 9 Schüssen hin. Eine Familienfehde, sagt das Gericht. Der 38-Jährige schweigt während des gesamten Verfahrens. Verurteilt wird er aufgrund zahlreicher Indizien. Die in Rechnung gestellten Indizien sind beispielsweise Verbindungsdaten von Mobiltelefonen, sind auch Zeugenaussagen, DNA-Gutachten, Schmauchspuren-Gutachten und noch weitere erhobene Beweise. Der Mittäter ist noch nicht gefasst. Die Tat war brutal und widerlich, so das Gericht, und wurde vom Familienclan gebilligt. Jetzt richtet sich die Wut der Angehörigen gegen den deutschen Rechtsstaat.